Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Skikanal. Leute, wir sind in der vierten Destination von fünf auf unserer Skisafari durch die Schweiz angekommen und wir sind hier in der wunderschönen Jungfrau-Region, hier in Grindelwald am Grindelwald-Viers, also im Skigebiet Grindelwald-Viers. Und Leute, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man das hier noch Skifahren nennen kann. Weil bei dem Panorama, da müsste es, glaube ich, Pano-Skifahren oder Panorama-Skifahren heißen. Wir sind heute hier im Skigebiet unterwegs. Uns erwartet ein geiler Wintersporttag. Ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz gute Unterhaltung. Ja Leute, das ist hier wirklich eine atemberaubende Landschaft, also jetzt hier Ski zu fahren, das ist was ganz Besonderes. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr schon mal da wart, was eure Lieblingspiste ist, was euer Geheimtipp ist, dass wir hier in den Austausch kommen, hier ein richtig schönes Video mit Kommentaren auch haben, wo wirklich ganz viel Mehrwert für jeden Zuschauer geliefert wird. Also, wir gehen jetzt hier nochmal eine Runde Ski fahren und ich freue mich sehr über deinen Kommentar. Wahnsinn, Leute! Wahnsinn! Wie schön ist das denn hier? Schaut euch mal diese wunderschöne Berglandschaft an. Da vorne haben wir direkt den Eiger mit ca. 3900 Meter. Ganz, ganz bekannt unter, oder ganz, ganz bekannt in Kletterkreisen. Und zwar die Nordwand da, die ist sehr schwierig zu begehen und das zieht sehr, sehr viele Kletterer an. Hinten dran seht ihr den Jungfrau mit 4100 Metern, auch so ein sehr, sehr massiver Berg, der auch sehr, sehr viele Kletterer und Hochtourengeher anzieht. Und hier haben wir dann das Schreckhorn und das Wetterhorn. Leute, hier muss man mal gewesen sein. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so atemberaubend ist. Max, wie findest du es? Ja, starkes Ding, ehrlich. Mächtig, mächtig. Genauso mächtig, wie wir Skifahren heute. Gute Überleitung also. Ja, Leute, und hier auch noch für die, die vielleicht nicht Skifahren gehen wollen oder die mal ein bisschen Abwechslung haben wollen, hier ist ein Cliffwalk. Da kann man einmal um dieses Massiv herumgehen und kommt dann beim Restaurant raus. Jo, hier macht das Skifahren. Ja, Freunde, jetzt gebe ich euch erstmal einen Überblick über die Skiregion, über das Skigebiet. Und zwar sind wir in der Jungfrau-Skiregion und die besteht aus Grindelwald, Interlaken, Wengen und Mühren. Schauen wir uns das Ganze mal hier auf der Karte an. Also, unser Ausgangspunkt ist Grindelwald und das ist hier auf 944 Metern und wir sind gerade im Skigebiet Grindelwald-Vierst, das bis 2500 Meter
hoch geht. Ist jetzt vielleicht gar nicht so hoch, wenn man die Berge, die drumherum sind, vergleicht, aber ist auch ein schönes Skigebiet mit vielen blauen und vielen roten Pisten und auch einigen anspruchsvollen schwarzen Pisten wie der 5, der 6 und die 14 ist sogar eine der steilsten Pisten im Skigebiet mit einer maximalen Neigung von 58%. Das Skigebiet hier, das dann rechts daneben ist, also Scheidegg Männlichen, ist vielleicht so das bekannteste, weil hier die Weltcup-Abfahrt ist. Die Weltcup-Abfahrt, die Lauberhorn nach Wengen runter. Und es ist jetzt ein größeres Skigebiet mit ca. 100 Pistenkilometern. Grinnewald First hat 50 Pistenkilometer. Und ist auch relativ, oder ist sehr romantisch, weil Wengen ein autofreier Ort ist. Das heißt, man muss dann hier mit der Gondel hochfahren, ist jetzt dann über zwei Seiten zugänglich, einmal über Weng und dann auch über Grindelwald und ist unterhalb des Eiger Mönchmassivs. Also ja, ganz, ganz toll. Und wenn wir dann hier rüber schauen, dann haben wir das Skigebiet um den Schildhorn Piz Gloria. Es geht bis 2970 Meter hoch. Und das ist übrigens bekannt aus James Bond, aus James Bond Zeiten. Hier oben wurde der Film im Geheimdienst Ihrer Majestät gedreht und ist auch ein sehr, sehr schöner Skiort mit Blick dann auf den Jungfrau, direkt auf den Mönch und den Eiger. Sehr, sehr schön und auch Mürren ist nicht mit dem Auto zugänglich. Also eine sehr romantische Skiregion mit einem ganz, ganz wunderbaren Panorama. Aber auch für Nicht-Skifahrer ist diese Region sehr, sehr interessant mit 111 Kilometer Winterwanderwegen, für Kletterer natürlich die Eiger Nordwand und auch so gibt es viele Aktivitäten wie den Flyer, den sieht man sogar im Hintergrund, den Flyer und den Glider, da kann man so ins Tal dann gesichert runterrutschen sozusagen und auch natürlich das Schlittenfahren, wie es in der Schweiz üblich ist, kann man hier sehr, sehr gut mit einer maximalen Abfahrt von 15 Kilometern, also da kann man sich ordentlich austoben, auch neben dem Skifahren, aber wir sind wegen des Skifahrens hier, also gehen wir wieder auf die Bretter, die für uns die Welt bedeuten. Auf geht's! Ja Leute, und jetzt hier ein kleiner Flashback, denn bevor wir Skifahren gegangen sind, waren wir erst noch Schlittenfahren hier im Skigebiet Grindelwald First. Wie ihr merkt, das Schlittenfahren hat es mir ganz schön angetan und jetzt bin ich gespannt, wie es diesmal wird. Auf geht's! Bevor wir dann mit dem Schlitten runterfahren können, müssen wir erst noch eine Stunde mit dem Schlitten hochgehen und dann geht's ab. Also laufen wir schnell hoch, dass wir schnell auch wieder runterfahren. Ja, Leute! Den anstrengendsten Part haben wir schon hinter uns. Wir sind jetzt hier auf dem Plateau und gehen dann da hoch zu unserer Schlittenbahn. Ich bin schon ganz gespannt. Das wird bestimmt ein ganz tolles Abenteuer. Aber auch der Weg hier hoch ist sehr, sehr schön, weil man da diese wunderbare Naturlandschaft, diese Berglandschaft einatmen kann, mehr oder weniger. Wir sehen jetzt hier den Eiger mit der Eiger Nordwand. Und im Hintergrund ist dann der Jungfrau, der nochmal 200 Höhenmeter höher ist und so circa auf 4100 Meter liegt. So Max, gehen wir weiter. Ich habe jetzt Bock runterzufahren. Stark, gehen wir schlitteln. Schlitteln. Ja Leute, wir sind jetzt hier angekommen, wo wir auch runterfahren wollen und zwar auf der 51, auf der Waldspitz Bordabfahrt.
Wenn ihr mal hier seid, könnt ihr auch noch eine längere Abfahrt machen, indem ihr dann hier links dann noch hoch geht. Aber das ersparen wir uns jetzt, denn uns kribbelt es schon unter den Füßen und wir wollen jetzt mal eine Runde Gas geben, oder Max? Ja, sowieso. Gehen wir auch wieder. Schaut euch das an. Juhu. Warte, also die Drohne in die Luft und auf geht's. Ja, Freunde der gepflegten Skiunterhaltung. Das war ein tolles Erlebnis hier in Grindelwald. Und jetzt möchte ich euch nochmal kurz mitgeben, für wen ich das Skigebiet denn empfehle. Das Skigebiet hat sehr viele blaue und rote Pisten, auch ein, zwei schwarze Pisten. Generell in der Landschaft ist das Skigebiet vor allen Dingen für Genuss-Skifahrer sehr, sehr gut geeignet. Wenn du eher sportlich unterwegs sein willst, dann würde ich dir eher das Skigebiet Männlichen, Scheidegg, vielleicht auch das Skigebiet Piz Gloria am Ort Mürren empfehlen. Es war ein toller Aufenthalt, es hat mir mega Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf die letzte Destination unserer Skisafari durch die Schweiz. Bis dahin bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Maxi Muxel hinter der Kamera, der einzig wahre. Es muss so müssen so Konfetti aus der Luft runterfallen und ein Bild eingeblendet werden. Dann beim Schweiz Tourismus, der diese Skisafari mit organisiert hat, veranstaltet, Partner ist und natürlich bei der Jungfrauregion. Wir fahren jetzt in die letzte Destination. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wo es jetzt hingeht. Und da freue ich mich nochmal, die Kante richtig zum Blühen zu bringen. Leute, wenn ich nochmal wiederkommen soll, auch die anderen Skigebiete austesten soll, Freeriden gehen soll, mal richtig sportlich unterwegs sein soll, schreibt es in die Kommentare, dass der Tourismusverband das hier sieht, dass ich vielleicht dann nochmal die Möglichkeit habe, hierher zu kommen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Julian. Ciao.